Eins und ab. Guten Abend und herzlich willkommen zu dem Identity Talk. Heute zu dem großen Staffelfinale. Hier in der Gymnasiumstraße haben wir schon 5 solcher Identity Talks veranstaltet. Heute ist der Höhepunkt, heute ist der Abschluss. Und bevor wir einsteigen in das Gespräch mit den spannenden Gästen, die Sie wahrscheinlich schon hier im Hintergrund sehen, möchten wir Ihnen zeigen, was wir bislang getan haben. Mats ab. Mats ab. Der Identity Talk. Eine Erfolgsgeschichte in Heilbronn. Die Gymnasiumstraße wurde eine Stätte der Vielfalt. Wer bin ich? Diese Frage fand ganz viele unterschiedliche Antworten. Ich bin ein Mensch. Ich bin eigentlich mit der Muttermilch, mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Ich bin eine Frau. Das ist ich. Das ist so eine Reise, die nie aufhört. Und auf der bin ich immer noch. Wenn ich mich in 3 Worten beschreiben würde, dann würde ich sagen, ich bin dankbar für das, was ich habe, wo ich heute stehe. Und ich bin... Gar nicht so einfach, oder, diese Frage zu beantworten? So spontan ist es echt gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Deine Meinung stand dabei immer im Mittelpunkt. Im Publikum oder bei Social Media. André zum Beispiel hat geschrieben, vielen Dank André, jeder soll seiner Religion nachgehen, wenn er eine hat, und sollte andere aber damit in Ruhe lassen. Auch auf der Straße. Unsere Reporter sammelten die Stimmen von fast 100 Heilbronnern und Heilbronnerinnen. Nicht jeder wollte mit uns reden. Soll ich weitergehen? Wir schwiegen Sie hier. Haut Sie ab! Aha-Effekte gab es bei uns jede Menge. Dieses Bild, was kommt Ihnen da durch den Kopf? Glauben Sie, was macht er so beruflich? Oh, das ist schwer zu sagen. Gucken Sie mal. Ah, Polizist, naja. Ist ein freundlicher Polizist. Hätten Sie das gedacht? Nicht unbedingt, aber warum eigentlich nicht? Beim Identity Talk trafen junge Menschen alte, unterschiedliche Kulturen kamen sich näher. Und es gab viel zu besprechen. Wir hatten ja Identity Talks gegen Rassismus. Wir hatten für die queere Community oder für alle, die es interessiert, aber über die queere Community. Wir hatten zum Thema Religion. Ist Religion überhaupt noch relevant in unserer Gesellschaft? Dann das große Thema Mehrsprachigkeit. Also unsere Stadt ist reich. Und ich finde, das hat der Identity Talk hervorgebracht, den Mehrwert von Vielfalt einfach gezeigt und auch Menschen zusammengebracht, die sonst vielleicht nicht zusammengekommen wären. Der Identity Talk steht für die Vielfalt in Heilbronn. Und wir, das sind wir alle. Wir in Heilbronn. Ja, wir haben ein wenig in die Vergangenheit geschaut und ihr habt gemerkt, eine Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die stelle ich euch natürlich auch und würde mich freuen, wenn ihr die beantworten könnt. Aber ich stelle euch einmal ganz kurz vor, damit die Zuschauer sozusagen die offizielle Version kennen. Sevinç Taş ist heute hier, Vorstandsmitglied des Türkischen Frauenvereins hier in Heilbronn. Ich freue mich sehr. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und Anja Nims ist hier. Sie arbeitet bei der AWO in Heilbronn, aber auch bei der AGE ist sie schon länger aktiv. Schön, dass du heute Abend Zeit gefunden hast. Danke dir für die Einladung. Und ich freue mich genauso über Elena Pekonin. Verzeihe, Elena. Du hast einen tollen Verein gegründet, Heilbronn zeigt Herz. Darüber werden wir heute auch sprechen. Schön, dass du da bist. Gleichfalls, danke. So, jetzt drehen wir mal den Spieß um und ich frage euch, wenn ihr diese Frage beantworten müsstet, wer bin ich? Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Also ich würde einfach sagen, ich bin eine total lebenslustige, engagierte Person und ich bin Heilbronnerin. Ja, und Anja? Ich würde mich auch als lebenslustig bezeichnen. Bunt, offen und dass ich das tun muss, was ich mit dem Herzen und mit dem Kopf mag. Und was würdest du sagen? Ja, ich bin vor allem natürlich eine selbstständige Person, dann bin ich Mutter und Frau. Wir wollen ja heute darüber sprechen. Wir haben in den letzten Folgen immer über verschiedene Aspekte der Identität gesprochen. Heute wollen wir darüber sprechen, wir in Heilbronn, was zeichnet uns aus? Wenn ihr heute als Heilbronnerinnen durch Heilbronn geht oder auch du kommst aus dem Landkreis beispielsweise, Anja, wie empfindet ihr das? Gibt es genügend Vielfalt hier in Heilbronn? Fühlt ihr euch wohl? Wie würdet ihr das beschreiben? Du hast das ja selber gesagt, du bist Heilbronnerinnen oder bist Heilbronnerin. Und wie ist das für dich, wenn du durch die Stadt gehst heute?
Also das Stadtbild selber hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt. Man sieht ja sehr viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Heilbronn. Die Vielfalt und das Bunte in Heilbronn ist eigentlich sehr sichtbar. Und im Generellen als Frau Heilbronn, ich kann jetzt nicht sagen, es ist eine Megastadt. Ich kann auch nicht sagen, es ist eine tolle Stadt zum Einkaufen. Ist es leider nicht. Auch wenn es jetzt der eine oder andere nicht ganz, nicht ganz hören möchte. Aber im Generellen finde ich persönlich, ich bin gern Heilbronnerin. Fühle mich hier sicher. Und ich finde die Stadt mit dem ganzen Ausbau der letzten Jahre auch sehr, sehr schön. Gerade jetzt zum Beispiel die Meile in Heilbronn und im Generellen die Arbeiten der Stadt mit den Stabsstelle und die Entwicklung. Also ich persönlich finde, wir haben uns echt toll entwickelt und es fehlen noch viele Bereiche, wo man uns vielleicht noch ein bisschen mehr sehen könnte, sollte, aber wir sind in der richtigen Richtung. Wie lange lebst du schon in Heilbronn? Ich bin jetzt, ich komme eigentlich auch ursprünglich aus dem Land, da seit 77 und hier jetzt in Heilbronn seit ungefähr 95. Seit 95, ist ja schon ja, also länger und du bist ja hier geblieben, also genau, so schlecht ist das hier wohl auch nicht. Nein, im Gegenteil. Und wo gehst du dann zum Einkaufen hin? Ich bin dann leider diejenige, die nach Stuttgart geht oder in die Türkei. Und Anja, wie würdest du sehen, das Zusammenleben in Heilbronn? Funktioniert das gut deiner Meinung nach? Welche Erfahrungen machst du da, auch in deiner Arbeit, aber auch gerne privat? Sehr unterschiedlich. Ich glaube, von der Erfahrung, von der Arbeit kann man fast sagen, man bekommt in der Tat alle Facetten mit. Natürlich haben wir in der AGE Flüchtlingsarbeit primär positive Erfahrungen sammeln können, weil sich bei uns auch Menschen melden, die natürlich auch wissen, auf was sie sich einlassen, die kulturell einfach offen sind, die Spaß haben auch daran. Aber durch das, dass ich auch die, also dass wir halt auch viel in der Öffentlichkeitsarbeit tun, wir haben eine Website, Facebook, Instagram, da ecken wir natürlich schon auch mit unseren Beiträgen an. Und da geht es dann schon sehr schnell auch ein Stück weit in ein Niveau, wo dann echt auch zum Teil erschreckend ist. Also wo man auch nicht mehr auf der Diskussionsebene ist, sondern es einfach dann auch zuweilen stehen lässt. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir können wirklich alle Facetten abdecken. Die AGE Flüchtlingsarbeit gibt es jetzt seit 2015. Da hat sich sehr viel geändert, sehr viel getan. Also ja, ich finde Heilbronn bunt, super bunt. Ja, ich meine, das belegen ja auch die Zahlen. Wir haben von den Erwachsenen die 56% mit Migrationshintergrund. Das ist eine Nummer. Und 76% bei den Kindern und Jugendlichen. Da kommt viel zusammen. Da kommt viel Kultur zusammen. Da kommen viele Menschen zusammen. Ich finde es super spannend. Aber es ist ganz klar auch eine große Herausforderung. Und ich glaube aber, dass Heilbronn relativ gut aufgestellt ist mit den Möglichkeiten von Ehrenamt, von Hauptamt, aber auch von vielen toll gelungenen Vereinsstrukturen einfach. Wir haben ja hier beim Identity Talk ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen mit ganz verschiedenen Einstellungen kennengelernt. Ich finde, Elena, deine Geschichte auch sehr spannend. Du bist ja in Moskau aufgewachsen und hast hier einen Verein gegründet, Heilbronn zeigt Herz. Und unterstützt unter anderem geflohene Menschen aus der Ukraine, was an sich schon sehr spannend ist. Wie erlebst du Heilbronn? Wie ist das für dich als Heilbronnerin, durch die Stadt zu gehen? Wie hast du das auch bei deiner Arbeit erlebt? Also ich bin hier in Heilbronn seit 3 Jahren. Also kann man nicht, ich kann nicht leider vergleichen, wie das früher war. Und wie du gesagt hast, habe ich Migrationshintergrund, bin seit 6 Jahren hier in Deutschland aus Moskau gekommen. Und zuerst bin ich gekommen nach Michelstadt. Das ist eine ganz kleine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Und könnt ihr das sich euch vorstellen, dass mehr als 30 Millionen Moskau und dann direkt nach 15.000 Einwohner. Das war brutal. Für mich natürlich. Erste Zeit war das schön, wie in ein Märchen. Und dann habe ich angefangen, in Depression langsam zu gehen. Und dann bin ich nach Heilbronn umgezogen. Und hier war schon für mich so wie ein, also wirklich wie ein frische Luft. Weil mehr, also Stadt ist schon mehr, es ist schon viel Leute, viel los und
Dann kommt Corona-Zeit, Corona-Sperre, war schon wieder komplizierte Zeit. Und dann warst du in einer vollen Stadt und die war trotzdem leer. Genau, war trotzdem leer. Ja, und jetzt fühle ich mich hier sehr gut. Und hier ist meine Familie und Stadt ist sehr schön. Also super schön kann ich auch nicht sagen natürlich. Wir haben noch Ziel, gell? Wir haben noch, wohin wir zusammen gehen sollen. Und Hauptsache, ich glaube, dass es gibt hier so viele Leute, die etwas tun wollen und auch ehrenamtlich, wie Anne gesagt hat. Und das finde ich super toll, wirklich. Hm. Das ist sehr wichtig für mich. Wenn ich dich jetzt konkret fragen würde, was bedeutet für dich Vielfalt in Heilbronn? Wie würdest du diese Frage beantworten? Muss mir überlegen. Okay, vielleicht stelle ich dir einfach mal weiter an Anja. Vielfalt in Heilbronn, was bedeutet das überhaupt, wenn wir von einem Idealbild vielleicht sprechen? Wenn wir von einem Idealbild sprechen, was Vielfalt betrifft, da kommt mir auf jeden Fall sofort das Wort Toleranz und Akzeptanz in den Kopf. Ja, da ist einfach noch viel zu tun. Da ist einfach auch noch in meinen Augen viel an Aufklärungsarbeit zu tun, dass man ein bisschen wegkommt vom Stammtischgelaber, schlichtweg. Mhm. Und sich da einfach auch wahnsinnig gern mal mit den Menschen, über die man redet, vielleicht mal miteinander redet, anstatt über sie redet. Mhm. Das bedeutet für mich wirklich Vielfalt, die gegenseitige Akzeptanz, wie man ist, egal wo man herkommt, egal wen man liebt, egal wie man sich fühlt. Und das ist echt noch ein riesig weiter Weg. Mhm. Und da knallt es in Heilbronn einfach aufgrund der unglaublich vielen kulturellen auch Hintergründe. Ja, das bleibt spannend, aber da muss man einfach auch dranbleiben und da muss man auch vor allem hingucken. Es ist sozial ein sehr, sehr spannendes Thema, weil sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen und auch Einstellungen aufeinander prallen. Aber wenn du vielleicht von deiner ganz persönlichen Seite betrachtest, wann fühlst du dich wohl in Heilbronn? Oder was gehört dazu auch zu Vielfalt aus der ganz subjektiven Sicht? Es ist auch jetzt wieder eine sehr schwierige Frage eigentlich. Wir sind heute sehr philosophisch unterwegs. Also ich möchte nur noch kurz ergänzen, denke ich mal, wenn man sich Heilbronn vorstellt, sind ja glaube ich so um die 160 Nationen, die zusammen auf also 130.000 Menschen verteilt sind, so gesehen. Es ist natürlich echt eine Vielfalt, also das ist schon immens. Und ich persönlich, ich fühle mich so wohl, ich kann gar nicht sagen, ich bin jetzt jemand Fremdes, ich gehöre einfach dazu. Und so wie die Anja das gesagt hat, was man auf jeden Fall machen sollte, sind einfach die Brücken zu bauen. Mhm. Und diese Brücken, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, so hinzubauen, dass man sie gemeinsam baut, die Brücke. Und auf der gemeinsam gebauten Brücke sich in der Mitte trifft und dann auch gemeinsam miteinander redet. Und ich denke, das sollte unser Ziel sein. Und dafür engagiere ich mich auch persönlich sehr. Zum Beispiel für die politische Partizipation. Also das ist zum Beispiel mein persönliches Interesse, wo ich sage, es soll nicht über mich entschieden werden, es soll einfach mit mir entschieden werden. Ein ganz gutes Beispiel möchte ich euch heute auch vorstellen, also Heilbronn und die Vielfalt. Und zwar unsere Reporterin, die wir auch gleich in einem Einspieler sehen. Aber Johanna, ich würde dich doch bitten, vielleicht stellst du dich selbst vor. Liebe Zuschauer zu Hause, für Sie einfach nur mal so als Information. Diese junge Frau ist seit 6 Jahren in Deutschland. Wer bist du, Johanna? Hallo, vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin Johanna Elczewska und wie Sie schon gesagt haben, ich bin vor 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Und wo fange ich an? Ich war an sich zum ersten Mal hier verloren natürlich, doch ich finde hier in Deutschland und hier in der Stadt Heilbronn habe ich mich so gut aufgenommen gefühlt, also wirklich komplett harmonisch, wirklich. Am Anfang war es vielleicht schwieriger für einen, man denkt auch in der Schule, klar, wenn man das lernen muss. Doch an sich war es nicht schwierig. Ich finde, ich wurde so gut von den anderen Mitschülern und den Kindern einfach akzeptiert und ich habe jedes Mal Hilfe bekommen, egal, als es sie braucht oder auch nicht.
Ja. Was macht denn Heilbronn für dich so lebens- und liebenswert? So höre ich es bei dir raus. Ich meine, du hast, also ich habe das vorhin eben auch angekündigt, seit 6 Jahren bist du in Deutschland, sprichst unglaublich gut schon Deutsch. Das an sich ist ja schon wirklich wahnsinnig. Was hat es für dich möglich gemacht, dich hier wohlzufühlen? Ich finde die Menschen an sich. Also das hängt natürlich viel von ihnen ab, wie sie dich hier auffangen und man fühlt sich einfach zu Hause. Also mein Zuhause ist ja in Mazedonien, doch hier fühle ich mich viel, viel wohler als dort. Also wenn mich jemand fragen würde, was ist mein Zuhause, würde ich sagen Heilbronn. Das Zusammenleben hier finde ich einfach sehr harmonisch und viel miteinander, würde ich sagen. Genau. Du warst ja für uns jetzt für diesen Identity Talk auch unterwegs auf der Straße. Du beschreibst natürlich selbst ein sehr, sehr schönes Umfeld. Wenn du jetzt die Umfrage zusammenfassen würdest oder das, was du auf der Straße erlebt hast, du bist ja auf die Menschen zugegangen und hast sie gefragt, wie vielfältig ist Heilbronn und wie wohl fühlen sie sich auch hier in Heilbronn. Was hast du da erlebt? Das war auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen, denn es gab von, das ist meine City und ich fühle mich hier komplett wohl, bis zu, manchmal kann man bei manchen Straßen gar nicht rausgehen oder da vorbeilaufen, also sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen, aber trotzdem sehr interessant. Also hat wirklich Spaß gemacht. Hättest du das gedacht, dass das so unterschiedlich sein wird, wenn du mit den Menschen sprichst, weil du selbst ja sehr, sehr positiv drauf schaust? Ehrlich gesagt ja, weil ich finde, jeder hat ja seine eigene Meinung, was das betrifft. Und es hängt auch natürlich von der Altersklasse oder wie man von manchen aufgefangen wurde, ist in was für Freundeskreises, wie. Das hängt dann immer von der Person an sich selbst, denke ich. Aber könnte ich gut erwarten. Jetzt bist du sicherlich auch gespannt, was wir aus deinem Material gemacht haben und die Zuschauer zu Hause bestimmt auch. Und das schauen wir uns doch direkt mal an. Ich bin Jovana Olczewska und bin heute in der Innenstadt unterwegs und möchte von den Menschen wissen, wie sie die Stadt Heilbronn finden. Kommen Sie mit! Also einerseits ist schon gut, aber andererseits bin ich der Meinung, glaube ich, tatsächlich, dass ein bisschen zu viele neue Leute auch hier in Heilbronn aufgenommen worden sind. Ich sag dir ehrlich, von meiner Seite aus eine reine Katastrophe. Hier muss noch viel gearbeitet werden, auf jeden Fall. Also meiner Ansicht nach hat sich schon gewandelt, dass offene Worte ist. Man kann ja immer voneinander lernen und man kann immer von anderen das Essen, so wie Sie jetzt sagen, andere Kulturen, andere Essen, also schmeckt ja auch gut, möchte man ja auch ausprobieren. Vielleicht sprechen die Menschen eine unterschiedliche Sprache, aber ich denke, was aus dem Herzen kommt, das versteht man immer, egal, was für eine Sprache man eigentlich ursprünglich mal gelernt hat. Das ist eigentlich alles Multikulti hier, bunt durchgemischt, querbeet, fällt ein. Dann kann man also die Leute anderen verstehen, also Multikulti und also stehst du die Kultur und bekommst du auch also ein neues Kultur. Ich meine, jetzt momentan, in den letzten Monaten wird ja ganz viel gemacht hier, Events und Musik und toll und Jazz. Und das ist natürlich toll. Es tut ja auch ein bisschen so Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. Aber ich habe vorher in Mannheim gelebt, da waren auch sehr viele Ausländer, aber es hat besser funktioniert. Ursprünglich aus Hamburg, das kann ich gar nicht mit hier vergleichen. Deswegen ist es für mich hier absolut, ich bin hier nur wegen geschäftlich hierher gekommen, bin seit 5 Jahren hier und würde auch gern wieder zurück. Finden Sie es sehr vielfältig hier in der Stadt? Ja, man findet soweit alles. Das Einzige, was mir jetzt suche, ist noch ein Dirndl fürs Oktoberfest, aber da hat man nicht viel Glück. Ich mag es, andere Sachen auch kennenzulernen. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Und ja, ich liebe Heilbronn. Heilbronn ist meine City. Aber ich finde es gut, so wie es ist. Sie sehen es ja selber, überall. Multikulti, blonde Leute, schwarze Leute. Ich finde es cool. Wie finden Sie es? Ich finde es auch gut. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause war. Hier gab es ganz viele, ganz unterschiedliche Reaktionen. Und ich würde euch einfach mal fragen, wenn ihr diese Bilder seht, ich fange wieder außen an, was machen diese Bilder mit euch und was machen diese Aussagen mit euch? Was ist da euch durch den Kopf gegangen? Also es gab hier bis Fröhliche, bis hin zu kurz Zucken, gab es hier alles. Ja, ich habe gemerkt, dass nicht alle so zufrieden sind, dass wirklich der Staat und Deutschland insgesamt Multikulti, sagt man so, ja, ist und geworden, wahrscheinlich jetzt noch mehr geworden. Aber das finde ich wirklich, diese Toleranz brauchen wir noch. Und Heilbronn auch. Und Heilbronner Einwohner auch mehr tolerant. Und diese
Gleichgültigkeit vielleicht wegmachen, weil jetzt letzter Zeit merke ich das auch in Heilbronn, dass die Leute, die sind so konzentriert bei sich zu Hause und merken gar nichts, was noch mit anderen Leuten passiert. Und ja, deswegen, also ich freue mich, dass Heilbronn ist auch Multikulti. Anja, du hast ja bei einer Person ganz besonders hingeschaut. Wer war das? Warum? Wer war diese Person? Ja, das war ein Klient von uns, der kommt tatsächlich ab und zu sehr gerne zu uns ins Begegnungscafé, tauscht sich aus, schon seit 2-3 Jahren, nutzt es sehr gerne. Das war der junge Mann, der gesagt hat, dass man die Kulturen voneinander lernen kann, ne, von beiden. Und das ist tatsächlich in diesem Begegnungscafé so, also dass auch er immer mal wieder mit einer ukrainischen Dame mal zusammensitzt oder ja, einfach auch mit unseren deutschen Ehrenamtlichen, mit den Senioren. Und das klappt einfach toll. Deswegen, das hat mich jetzt gerade gefreut. Ja, er ist sehr offen geworden. Und das absolute beste Satz fand ich, dass man keinen Dirndl kriegt in Heilbronn. Keine Frage. Also da bin ich auch dafür. Reden die? Bitte? Mit ukrainischer Frau, auf welche Sprache reden die dann zusammen? Ich würde es nicht sprechen nennen, aber wir haben auch Übersetzer vor Ort dabei, aber so zwischen Englisch und Russisch und Deutsch und sehr viel. Da war ja auch jemand dabei, was ich ganz toll fand, auch in der Umfrage, da hat ja auch jemand gesagt, manchmal versteht man die Sprachen nicht, aber wer die Sprache des Herzens spricht, im Grunde genommen, versteht man sich auch darüber. Das habe ich eine Geschichte wirklich, also als ich nach Deutschland eingezogen, das war Hessisch. Hessisch heißt das, da? Ja. Und dann habe ich mit meinem Mann kennengelernt, er ist Schwab. Das war für mich wirklich, das war für mich Katastrophe, weil ich habe 40% verstanden, was er überhaupt mit mir spricht. Und das sogar genau hier in Deutschland, es gibt schon verschiedene Sprachen. Deutsch ist das schon unterschiedlich, wo du bist. Und Schwäbisch ist das was Besonderes. Ja. Schwäbisch schwätzen, ja. Das ist auch eine andere Sprache. Hessisch babbelt man. Savage, mit wem würdest du dich am meisten identifizieren aus der Umfrage? Oder was hat dir besonders gut gefallen? Also ich fand jetzt zum Beispiel mehrere Beiträge ins, jetzt, wenn ich jetzt wieder Dirndl sage, komme ich wieder zum Einkaufen, das war echt lustig, aber im Generellen, das, was du jetzt auch gesagt hast mit der Sprache, also ich finde es auch sehr interessant, dass man manchmal, auch wenn man zusammen die Sprache nicht kann, wenn man es möchte, den Weg zueinander findet, weil ich gebe auch immer gerne das Beispiel, wenn jemand irgendwo einen Unfall hat und da geht man ja auch nicht hin und fragt, bist du Moslem, bist du Deutscher, bist du Türke oder was auch immer. Man sieht den Menschen. Und ich denke, wenn man sich selber als Mensch schön erzogen hat, dann kann man doch auch einfach froh sein, auch jetzt in Heilbronn, in dieser Vielfalt, auch zu der Vielfalt beizutragen und zu deiner eigentlichen Frage. Also ich glaube, ich habe mich hier von allem so ein bisschen wiedergefunden. Das ist Heilbronn. Das ist einfach Heilbronn, der, wo es liebt oder der, wo sagt, oh mein Gott, was für ein Kaff ist das denn? Hm. Das ist so. Das ist ganz unterschiedlich. Das erlebt ihr auch, wenn ihr hier unterwegs seid. Ja. Anja, ich würde dich gerne fragen, was braucht das denn, damit wir in Heilbronn, also du hast vorhin auch angesprochen, dass es natürlich auch Hürden gibt, wenn so viele Kulturen, so viele Einstellungen grundsätzlich, es müssen ja noch nicht mal unterschiedliche Kulturen sein, selbst wenn 2-3 Einstellungen im Raum sind, die unterschiedlich sind, kann es schon recht kompliziert werden. Was brauchen wir in Heilbronn? Wie können wir damit umgehen, dass wir alle miteinander dieses Heilbronn schöner machen? Wow! So. Da sind wir jetzt ja schon mal beim Limit mal ganz oben. Ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, der Weg ist mega lang, aber ich glaube, wir sind schon viele Schritte in die richtige Richtung gegangen in Heilbronn. Und was braucht's? Also ich glaube, es braucht genau solche Menschen, wie wir hier sitzen haben, wo rein aus dem Engagement heraus sagen, ich mache jetzt was. Mhm. Ja? Also wo einfach sagen, ich sehe hier einen Bedarf und wir machen jetzt mal was. Ja? Die Kombination dann eben mit uns, mit Hauptamt und Ehrenamt und dieses Netzwerk, was wir da noch zur Verfügung haben, es geht einfach nur miteinander. Ja, also ich sehe das immer wieder, dass man einfach schauen muss, ich habe vielleicht eine Idee, ich sehe einen Bedarf, ich möchte was machen. Und ich glaube, der nächste Schritt sollte sein, was gibt es schon? Ja, kann ich mich irgendwo andocken und kann es erweitern? Mache ich was Neues oder verbindet man was? Und ich glaube, das ist echt der Weg, wenn man Engagement hat, wenn man Power hat,
wenn man Bock hat, was zu bewegen und zu verändern, dass man dann einfach guckt, wie kriege ich das in coole Bahnen, dass meine Energie eben nicht irgendwo 300% oben rein und 100 unten raus nur noch, sondern dass man es gemeinsam macht. Und ich glaube, wir haben da auch schon unsere Möglichkeiten gefunden. Wir haben echt einfach das Glück von der Aufstellung in Heilbronn. Wir haben richtig tolle Netzwerkpartner, also wo ich sagen kann, das ist die Stabsstelle, die Migrationsberatungen, wir haben die Wohlfahrtsverbände, die richtig coole Projekte in die richtige Richtung einfach machen, die am Bedarf dran sind. Wir haben über die Sozialarbeiter und Integrationsmanager von der Stadt, da spürst du viel. Und es ist dieser Austausch und diese Offenheit. Und dann hast du noch solche Menschen, ja. Und das ist das Gemeinsame. Also, das ist einfach ganz klar, wir brauchen die Herausforderungen nicht wegreden. Es ist nicht alles schön, es ist noch nicht alles gut. Aber ich glaube, der Weg dahin ist der richtige. Ja, offen bleiben, alles, was es gibt, sich vernetzen und daraus hin das Beste zu machen, die eigenen Kräfte ein Stück weit zu bündeln und dann gemeinsam das auf den Weg bringen. Elena, es gibt ja ganz viele Menschen, die auch bei der Umfrage gab es ja auch Leute, ist nicht so gut, nicht so toll. Was würdest du diesen Menschen denn raten, wie man Heilbronn, oder wie können diese Menschen auch mit uns Heilbronn gestalten? Weißt du, das glaubt der... als wir noch alle Kinder waren, hat jeder unterschiedliche Impfungen bekommen. Entweder du immer positiv bist und etwas Gutes siehst und will helfen, etwas tun, oder immer, jammern, gell, auf Deutsch, immer jammern, immer negativ, du siehst nur die schmutzige Straße und so weiter und du willst nur kriegen. Und helfen kannst du leider nicht. Und es gibt diese zwei Typs und ich glaube, dass die können sich nicht ändern. Und unsere Botschaft, dass wir sollen diese Leute, die positiv sind, noch entwickeln und noch helfen, damit die was machen. Dann kriegen wir sehr gute Zukunft. Was würdest du, Savage, dir ganz speziell für Heilbronn in der Zukunft wünschen, für die Vielfalt, für den Zusammenhalt in Heilbronn? Oh, das ist eine gute Frage, aber ich denke, ich hatte jetzt was anderes im Kopf. Und dann sag gerne, was genau, du im Kopf hattest. Genau, ich hatte nämlich, als du die Frage gestellt hast, habe ich gerade geschaut und da sehe ich ja den Jugendgemeinderat vertreten und ich denke, die haben und machen wirklich alles richtig. Da spiegelt sich eigentlich Heilbronn in der Vielfalt auch wieder, während bei den Erwachsenen-Gemeinderäten, zum Beispiel von diesen 40 Gemeinderäten, die wir haben, haben wir nicht eine einzige Person, die eine Zuwanderungsgeschichte hat. Also würde ich mir wünschen, dass man bei der nächsten Gemeinderatswahl 2024 gerade diejenigen, die sich diese Sendung anschauen, auch wirklich wählen gehen. Und ich bin mir sicher, dass man in vielen Listen auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sehen wird und dass der ein oder andere einen zuspricht und dass man auch diese Personen wählt, weil in diesen Reihen wird über uns entschieden. Und da wäre es doch toll, wenn man dann dort mitreden kann. Also das wäre das, was ich mir wünschen würde. Ich meine, Anja hat es ja vorhin gesagt, jeder Zweite bringt eine Migrationsgeschichte sozusagen mit sich und du wünschst dir, dass das auch in der Politik sozusagen sichtbar ist oder sich widerspiegelt, die Vielfalt. Eine Sache, die mir hier beim Identity Talk immer wieder aufgefallen ist, die mir auch in Gesprächen, in den Vorgesprächen mit euch aufgefallen ist, ist das unglaubliche Engagement vom Ehrenamt, ist das unglaubliche Engagement von ganz, ganz vielen Menschen in Heilbronn, die etwas bewegen wollen. Darüber werde ich gleich auch mit euch über eure Projekte sprechen. Aber vorerst schauen wir uns auch ein Projekt an der Sprachmittlerinnen, denn das ist wirklich ein Projekt, das in Heilbronn auch durch die Stadt initiiert und getragen wird, das sich wirklich wunderbar entwickelt hat und wie das Feedback da ist und wie die Menschen darauf reagieren und was diese Sprachmittlerinnen eigentlich machen. Ein kleines Beispiel zeigen wir Ihnen jetzt. Mein Name ist Asia Rehm. Ich komme aus und mein Herkunftsland ist Marokko. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Ich arbeite ehrenamtlich als Sprachmittlerin für Stadt Heilbronn. Ich engagiere mich in die Schule.
Ich finde meine Arbeit großartig. Ich bin ganz stolz auf mich, weil diese Hilfe habe ich früher nicht bekommen. Früher war ich klein mit zwei Kindern und das war sowas nicht. Und weil ich auch so, habe ich das gebraucht. Und deswegen, ich finde, ich mache das gerne. Die Eltern strahlen da eigentlich. Sie sind froh, dass ich da bin, war eigentlich. Und ich gebe immer das Gefühl, sie sind sehr sicher, weil die sprechen ihre Muttersprache. Und viele Eltern sehen mich auch als Vorbild. Ja, das ist wunderbar, weil ohne dieses Angebot könnten wir die Gespräche mit Eltern nicht führen, die eben der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Nasrullah hat jetzt schon gut Deutsch gelernt, aber die Mama braucht noch eine Unterstützung. Und es ging ohne die Arbeit von Frau Rehm, wäre das nicht möglich. Weil sie knüpfen an, sie schaffen Vertrauen, wenn sie die Muttersprache hören. Ja, wie sollten wir sonst diese Barrieren überwinden? Es wird zwar auch nonverbal was transportiert, ja, das ist zu spüren, aber die Bedeutung ist ja wichtig und die Inhalte, auf die kommt es an. Und das wäre ohne die kulturellen Mittler nicht möglich gewesen. Ich kriege ganz, ganz viele Rückmeldungen, was das betrifft und ganz viel Lob. Also ich kriege ja auch manchmal Gänsehaut und bin richtig stolz darauf, weil sie machen wirklich eine sehr gute Arbeit. Und wir haben durch diese Arbeit natürlich viel erreicht, dass man zum Beispiel Konfliktsituationen, dass die entschärft worden sind, dass es weniger wird, weil einfach diese Verständnis und dieses Miteinander sprechen vieles dann auflöst, weil die Eltern haben manchmal Bedenken oder Ängste. Und wenn sie das nicht richtig formulieren können, dann gibt es natürlich Unverständlichkeiten. Und durch die Sprachmittler ist es meistens so, dass es gar nicht dazu kommt. Also ich habe echt Hut ab vor den Elternmultiplikatoren und vor den Ehrenamtlichen. Ja, ich habe zwar keinen Hut gerade an, aber Hut ab vor all den Ehrenamtlern hier in Heilbronn. Elena, ich würde gerne mit dir beginnen. Vielleicht magst du das Projekt, für das du gerade unterwegs bist, ein wenig vorstellen. Heilbronn zeigt Herz. Was ist das? Du zeigst ganz viel Herz. Was macht der Verein? Ja, du musst mich dann stoppen. Irgendwann, wenn ich über unsere Vereine erzähle, dann wirklich, ich kann pausenlos 2 Stunden oder noch 2 Tage sogar. Also das war ein Projekt ganz spontan natürlich, haben wir uns organisiert mit Krieg einfach. Wir waren einfach, wir ganz normale Leute, alle in Depression, ganz unterschiedliche Leute, wir haben uns nicht gekannt. Und dann habe ich zum Beispiel persönlich hat für mich entschieden, ich muss was tun, sonst werde ich irgendwo in Depression ganz, ganz unten. Und dann habe ich einfach die Leute gefunden, die auch so wie ich helfen können, wollen und können auch. Und dann haben wir uns so wie ein Initiativ zuerst gemeldet, Heilbronn hilft Ukraine. Wir haben so bis Juni ungefähr zusammen so wie als Initiativ geschafft. Wir haben ein super große riesige Platz bekommen, Räumlichkeit von Familie Neufeld zur Verfügung, absolut kostenlos für unsere Ausgabestelle für die Flüchtlinge und ukrainische Flüchtlinge. Und noch auch von der Stadt. Ich bin so dankbar wirklich, dass es sowas gibt, dass solche Leute gibt, die so unterstützen, so gut helfen können. Und das war für die Beratungsstelle 2. Platz. Wir haben auch bei Beratung, bei Ausfüllungen von Sozialleistungen bekommen, unterstützen, haben die unsere Flüchtlinge. Und so haben wir angefangen, ganz langsam, ohne Erfahrung, haben wir 1000 Millionen Fehler natürlich gemacht, weil wir haben noch uns nicht gegangen. Deswegen wirklich so jeden Tag probiert, Fehler machen wir irgendwie, ja, und so haben wir uns gelernt. Und dann haben wir verstanden irgendwann, dass wirklich Ukraine ist das sehr gut natürlich, wir haben schon sehr gut geholfen, mehr als, ich glaube, das paar tausend Leute auf jeden Fall. Und dann haben wir gedacht, wahrscheinlich jetzt müssen wir uns irgendwie reorganisieren, entwickeln, weil es schon unfair zu anderen Flüchtlingen, ja, weil
jetzt zur Zeit Ukraine, die kriegen sehr gute Sozialleistungen und Staat wirklich. Staat hat das super alles gemacht, hat super organisiert. Ich kann nur wirklich stolz sein, dass in Heilbronn so gute Regierung und alles so gute auch Integrationsbereich organisiert ist. Und deswegen haben wir wirklich. Welches Feedback kam denn von den Menschen? Also wenn ihr diesen Menschen geholfen habt, die aus den Kriegen, aus dem Krieg gerade fliehen und dann hierher kommen nach Heilbronn, wie haben die Menschen das empfunden, wenn ihr was für sie gemacht habt? Was für Feedback gab es da? So? Natürlich, es gibt unterschiedliche Leute, ja, und Feedback war auch unterschiedlich. Es gibt die Leute, die super dankbar sind und die sind wirklich, die weinen, die bedanken sich, die versuchen etwas zu schenken sogar. Oder eine Frau zum Beispiel, sie wartet mich immer noch auf Kussmassage. Wirklich, weißt, die will irgendwie Danke sagen und das kann man verstehen. Natürlich. Ich glaube, im Vorgespräch hatten sie mir erzählt, das ist eine Masseurin, die aus der Ukraine kommt, glaube ich, und die sagt, okay, sie haben mir geholfen, ich würde sie gerne unterstützen. Genau. Oder und zumindest mal irgendeine Gegenleistung. Seit 4 Monaten lade ich mich immer ein. Ich habe immer keine Zeit, aber wirklich, sie will einfach, das bin ich zum Beispiel auch so, wenn jemand mich geholfen, dann will ich irgendwie Danke sagen. Mhm. Das ist ganz normal. Aber es gibt die Leute, die, wie ich schon gesagt habe, die wollen nur kriegen und das wahrscheinlich gibt es, nicht wahrscheinlich, ich bin mir sicher, es gibt in jeder Nationalität, es gibt gute Leute und schlechte Leute. Und schlechte Erfahrungen haben wir natürlich auch gehabt, wie jeder Ehrenamtliche. Das kann ich nicht sagen, das motiviert, aber wir finden, wir sehen solche Leute, wie ich erzählt habe, gute Leute, positive Leute, die dankbaren Leute. Und mit diesen Gefühlen machen wir weiter. Was hat denn diese Arbeit bei dir über das Menschenbild verändert? Du hast ja auch, glaube ich, gesagt, früher hast du mehr in Nationen gedacht. Wie denkst du heute? Also was hat das für ein Menschenbild? Oder grundsätzlich, wie siehst du heute auf die Menschen? Also vor allem wollte ich über die deutschen Leute sagen, weil das war eine große Änderung. Früher habe ich mir immer gedacht, dass Deutsche sind so trocken und die sind so immer an sich selbst konzentriert und die wollen also nicht so große Kontakt mit anderen Leuten. Und dann, als wir haben angefangen zu helfen, ich war wirklich, ich habe mich so gewundert, also ich war schockiert, so viel, also wirklich jeder Mensch wollte helfen. Von einer alten Frau, die fast jeden Tag uns ihre Sache einfach gespendet hat, bis Oberbürgermeister, wirklich, es gibt 1000 Millionen Leute, die uns so gut geholfen haben und mit so großer Hilfsbereitschaft, das war wirklich, das war fantastisch. Dann habe ich verstanden, Deutsche sind, das ist Hammernation, aber es will auch sagen, dass ein bisschen später habe ich auch für mich selbst entschieden, dass ich will nicht über Nation denken, ich will denken über Mensch, was Mensch macht. Was ich selber tue, ist tatsächlich nicht so wichtig, welche Nationalität bin ich, sondern was ich mache. Und deswegen, also es gibt, wie ich gesagt habe, es gibt gute Leute und schlechte Leute. Und das hier ist Punkt. Savinch, ich würde, vielen Dank erstmal an dieser Stelle, Elena, wir kommen gleich nochmal auf dich zurück. Savinch, ich würde gerne dich fragen, du bist ja auch im Vorstand des Frauenvereins von Türken hier. Wie spreche ich es jetzt richtig aus? Türkischer Frauenverein. Türkischer Heilbronn. Frauenverein in Heilbronn. Was macht ihr da? Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Also ich würde gerne kurz zu unserer Vereinsgeschichte 2-3 Sätze sagen. Und zwar ist der Verein 1996 gegründet worden. Und ich persönlich habe das Glück, dass ich von Anfang an dabei bin und bin auch echt stolz darauf. Der Grundgedanke war eigentlich beim Türkischen Frauenverein, Mädchen in der Türkei zu ihrer Bildung zu helfen. Und zwar muss man sich das ja so vorstellen, in den Ländern, gerade jetzt vor 25, 26 Jahren war ja alles noch ein bisschen anders. Da haben die Familien nicht so viel Geld gehabt. Und wenn, dann haben die Jungs eher auf die Universität gehen können und die Mädels halt nicht. Und genau diese Mädchen haben wir als türkische Frauenverein unterstützt. Wir können heute, wenn wir zurückblicken auf unsere 26 Jahre, sage ich jetzt mal, kann man jetzt echt sagen, dass wir so ungefähr 110 Absolventen haben. Aber natürlich haben wir inzwischen auch den einen oder anderen Jungen dazu genommen, dass man jetzt nicht nur jetzt bei den Mädchen bleibt, aber grundsätzlich haben wir
wirklich Mädchen unterstützt, Ärztinnen, also wirklich Anwälte, künstliche Intelligenz, alles Mögliche. Total, ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf. Mhm. Und also diese Menschen hätten, glaube ich, auch sonst, die konnten ja nicht lesen und schreiben. Also das heißt, das ist ein anderes Projekt. Ah, okay. Und zwar, das war ja der Grundgedanke, als der Verein 96 gegründet worden ist. Aber dadurch, dass wir in Heilbronn leben, hat man natürlich gesagt, was können wir für die Heilbronner machen? Ja. Also es ist ja schön, dass wir hier unsere Mitgliedsbeiträge in die Türkei schicken, dort die Kinder unterstützt und die Bildung macht, weil der Gründer der Türkei, der Mustafa Kemal Atatürk, hat zum Beispiel gesagt, eine Frau ist das wichtigste Glied in einer Gesellschaft. Ist sie gebildet, weil sie ja auch die Kinder in größtenteils erzieht. Ne? Mhm. Und das war so der Grundgedanke. Als man natürlich in den 60er Jahren nach Deutschland ausgewandert ist, kamen viele, die auch Analphabeten waren. Und genau diese Analphabeten hast du jetzt angesprochen. Wir haben unsere Lehrerin Güngör Bedestanlıoğlu. Sie hat jeden Samstag ehrenamtlich über 15 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, fast über 50 Frauen das Lesen und Schreiben beigebracht. Also da gibt es eine kleine Geschichte, was ich dir auch gestern am Telefon erzählt habe. Das war für mich zum Beispiel eine meiner schönsten Erlebnisse. Diese Frauen haben Lesen und Schreiben gelernt, hatten so ungefähr den Abschluss von der 4. Klasse, so muss man sich die Grundschule so vorstellen, haben dann, wir sind da mit diesem Projekt dann zum Konsulat nach Stuttgart. Das Konsulat hat das unterstützt. Dann haben diese Frauen Urkunden bekommen. Und diese Übergabe der Urkunden, wo sie dann auch aus Zitate von Atatürk zum Beispiel gelesen haben. Also das war ein Erlebnis, diese stolzen 60, 65, 70-jährige Frauen zu sehen, die dann dort das gelesen haben. Also es war echt sehr, sehr schön. Du hast ja auch ganz tolle Geschichten erzählt, wie die Frauen sich dann danach gefühlt haben. Also magst du das an dieser Stelle nochmal erzählen? Was haben Sie dann zum Beispiel gesagt? Was konnten Sie, was Sie früher nicht konnten? Das sind vielleicht manchmal wirklich aus unserer Sicht so selbstverständliche Sachen. Also zum Beispiel Stupfkarten, das waren ja viele Putzhilfen. Und die haben ihre Karten früher einfach so ein Blümchen gemacht und wussten dann, das ist jetzt meine Karte oder die Karte. Mhm. Und dann haben sie ihren Namen geschrieben, ihren Namen gelesen. Wenn die Reihenfolge der Karte verändert worden ist, war es für sie kein Problem mehr. Und was ich ganz toll fand, war, als mir eine erzählt hat, ich gehe jetzt alleine an die Bushaltestelle und ich weiß, in welchen Bus ich einzusteigen habe. Ich kann es lesen, wenn ich mal einen Bus verpasst habe. Also ich finde, gerade mit den Sprachmittlern war ja gerade das Thema. Lesen, Schreiben, Sprechen ist, glaube ich, das höchste Gut von uns Menschen. Das ist die Art zu kommunizieren. Und deswegen bin ich echt stolz, als türkischer Frauenverein so ein Projekt erlebt zu haben. Stichwort Bus. Ihr macht ja auch ganz tolle Sachen mit den türkischen Frauen aktuell. Vielleicht magst du darüber noch was sagen? Ja, natürlich gerne. Und zwar war das auch so ein Projekt, wo man überlegt hat, was macht man für die Heilbronner Frauen? Und für die Heilbronner türkischen Frauen haben wir uns überlegt, was macht man da? Es ist ja so, dass man meistens sein eigenes Umfeld nicht so gut kennt. Zum Beispiel, dass man jetzt nach München geht, nach Straßburg oder nach Trier, nach Bamberg. Und dann haben wir Muttertagsausflüge organisiert. Jetzt haltet euch fest, manchmal 250, 300 Frauen, oh Gott. 3, 4 Busse. Könnt ihr euch das vorstellen? Man geht in eine Stadt, fährt in den Busbahnhof und dann steigen auf einmal 250, 300 türkische Frauen aus dem Bus. Die muss man ja nachher wieder alle einsammeln. Ne? Und also noch tolle, extra die Kinder, gell? Bitte? Noch extra Kinder. Nee, also Kinder waren da eigentlich selten dabei, weil das war so der Tag der Mütter. Mhm. Wir haben das dann auch so gemacht im Laufe der Jahre, nachdem man den Muttertag, die Mütter den Kindern ja nicht wegnehmen wollte, haben wir das eine Woche vorher oder später nach dem Muttertag eigentlich gemacht, an einem Samstag, damit man auch in den Städten shoppen und die Museen leichter besuchen kann. Und da zum Beispiel kann ich auch über mich sagen, obwohl ich jemand bin, der sehr gerne reist, habe ich all die Städte in Deutschland, so in einer Busfahrt so ungefähr 3 Stunden, eigentlich durch den türkischen Frauenverein kennengelernt. Also deswegen finde ich das ganz total, toll. Total spannend. Eine Frage an euch beide, wie finanziert ihr euch?
aus eigener Tasche. Tatsächlich, ja? Ne, tatsächlich, ja. Wir sind bei jetzt gerade, hoffentlich klappt das mit Gemeinnützigkeit. Und das heißt, dass wir überhaupt kein Geld verdienen können. Und ja, auch Spende, ja. Okay, und wie ist es bei euch? Wie macht ihr das? Also wir sind auch ein gemeinnütziger Verein, aber wir sind ein Kultur- und Wohltätigkeitsverein. Und wir haben natürlich Mitglieder, so ungefähr 150 Mitglieder. Mhm. Dann gibt es Mitgliedsbeiträge, die sind jetzt nicht sehr hoch, 7 bis 10 Euro. Wir sind aber jetzt so gestanden in den ganzen Jahren, dass es uns ja schon gibt. Und wir haben auch ganz viele Projekte. Ich würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich alles erzählen würde. Aber so ganz ein, zwei Beispiele. Menschen in Not, Messeno, große Hilfe für kleine Helden. Mhm. All diese Aktionen haben wir mit unterstützt. Wie haben wir das gemacht? Indem wir natürlich die Mitgliedsbeiträge haben. Dann haben wir zusätzlich noch sehr viel Spenden. Also die Geschäftsleute in Heilbronn, viele türkischstämmige, sind sehr großzügig uns gegenüber. Aber wir Frauen, Liebe geht durch den Magen. Wir catern einfach. Wir dann zum Beispiel am Samstag im Campus Frauenwirtschaftstage catern, so ungefähr 110 Frauen. Und jetzt am Samstag. Und morgen stehen wir dann den ganzen Tag in der Küche, kochen, backen, tun und werden das dann verkaufen. Und ist das dann auch türkisch? Das sind dann türkische Gerichte, die dann auch inzwischen echt jedem bekannt sind. Also, okay, also wahrscheinlich werden jetzt plötzlich mehr auf diesem Forum sein, wenn du das angesprochen kann hast. Kann sein. Ja. Also gerade wenn die Stadt Heilbronn mehrere Aktionen gemacht hat, sind wir immer wieder auch dabei gewesen. Mit dem Catern, das ist natürlich toll. Wir haben auch im Theater Heilbronn schon unser Catering angeboten. Also wir sind da schon inzwischen professionell aufgestellt. Also wir müssen es nicht selber machen. Also es ist ja so, dass wir, wenn wir kochen, es ist natürlich auch eine Spende. Mhm. Wir nehmen ja derjenige, für der die das Männer zubereitet, derjenige, der es zubereitet, nimmt ja auch dafür kein Geld. Aber wenn wir es verkaufen, haben wir eine schöne Einnahme. Total schön, sehr, sehr spannende Projekte. Anja, ich würde gern mit dir über die AGE-Arbeit sprechen. Das ist ja jetzt von der Struktur her was anderes. Mhm. Wie unterscheidet sich das? Vielleicht erstmal von hier angefangen. Mhm. Ja, das sind tatsächlich komplett andere Strukturen. Das sind Hauptamtsstrukturen. Mhm. Also ursprünglich wurde das finanziert über den Pakt der Integration der Stadt Heilbronn. Und die AGE-Flüchtlingsarbeit hat dann quasi die Trägerschaft, also AWO, Caritas und Diakonie von Heilbronn. Und da hat jeder einen Stellenanteil bekommen, die gleichermaßen aufgeteilt sind und hat versucht, einfach die Mitarbeiter, die das machen, ich mache das jetzt seit 2017, einfach so einzusetzen, wie es einfach mit den eigenen Stärken passt auch. Dadurch sind dann auch verschiedene Projekte entstanden. Das heißt, das sind komplett andere Strukturen, da organisiert, strukturiert und schult und auch Anteile des Integrationsmanagements sind seit 2018 dabei nochmal, dass wir dadurch auch die Möglichkeit haben, Projekte, Angebote am Bedarf zu einfach auch selber zu entwickeln und auch auf den Weg zu bringen, aber halt ausschließlich mit Ehrenamtlichen. Das heißt, hier leitet Hauptamt Ehrenamt. Dadurch ist das halt auch in dadurch hat das auch Strukturen entsprechend aufgebaut. Letztendlich stabilere Strukturen. Ne? Also, aber es hat auch einen Vorteil, wie jetzt Elena, wenn sie morgen was verändern will, dann kann sie von losziehen und braucht keine Genehmigungsverfahren. Das wird wahrscheinlich dann bei euch etwas anders sein, nehme ich an. Ne? Das ist bei uns schon ein bisschen anders, ja, genau. Wir brauchen auch Genehmigungen überall. Ja? Aber du genehmigst das? Das, was gut ist. Ja. Okay. Und welche Projekte macht ihr aktuell und mit was bist du aktuell auch beschäftigt bei der AGE? Dieser Teil ist ja tatsächlich ehrenamtlich, auch bei dir, ne? Also, unterstützt du als Hauptamtliche die AGE? Das sind reine Hauptamtsstrukturen, genau, bei uns. Also wir sind eben von den drei Trägern, die das hauptamtlich eben organisieren. Mhm. Und die Projekte selber werden aber eben primär gestemmt von Ehrenamtlichen. Das heißt, wir sind eigentlich im Hintergrund von den Strukturen her, bauen das auf. Eben halten den Kontakt und gucken, ja, Bürokratie auch, dass es auch einfach passt. Kinderschutz, Schulungen, Führungszeugnisse, das muss einfach schon alles in diesen Bahnen laufen, sonst funktioniert das nicht. Aber aktuell viel spannender die Projekte, die wir haben. Das große Projekt auch Arbeitsmarktintegration. Wir hatten, ich glaube,
dieses Jahr bislang schon über 100 Menschen, die uns aufgesucht haben in dem Projekt, wo von Ehrenamtlichen eben auch gemacht werden, Bewerbungsmanagement, Vorstellungsgespräche üben, ganz eng auch zusammen im Jobcenter. Und also das funktioniert sehr gut, auch mit der Migrationsberatung. Dann haben wir das andere Projekt, wo ich auch leite, ist die Schuldenprävention. Was verstärkt auch immer mehr wirklich leider in den Fokus rückt und immer stärker frequentiert wird. Hier haben wir das Glück von der AWO, dass man auch, gerade heute komme ich gerade, deswegen war es ein bisschen knapp, auch von zwei Terminen tatsächlich, wo mir Menschen aus der Schuldenprävention in die Schuldnerberatung auch übergeben haben, weil da einfach die Schuldenproblematik zu groß war. Das gibt es immer wieder. Verstärkt jetzt auch, da erwarten wir doch noch mal was. Dann ein Riesenprojekt ist die Hausaufgabenunterstützung. Da hatten wir zuweilen über 60 Kinder, die dann auch ehrenamtlich betreut wurden. Das war einfach auch ein Stück weit der Corona-Situation geschuldet. Dann waren auch Freizeitangebote waren ein großes Thema, auch gerade in der Corona-Phase dann auch. Ja. Begegnungscafés, also uns ist es einfach wichtig, dass wir Menschen eben mit Fluchterfahrung gemeinsam auch zusammenbringen. Das sind so, wir haben Männertreffs gehabt, wir hatten Frauentreffs gehabt, wir hatten verschiedene Freizeitangebote. Es gibt die Sprachpatenschaften, die unglaublich gut angenommen werden. Es gibt einer von den verbliebenen Arbeitskreisen, Treffpunkt Deutsch, die ursprünglich auch aus dem Freundeskreis der Stadtbibliothek entstanden sind, die eine unglaubliche Arbeit machen, 1:1-Patenschaften zum Thema Deutsch. In allen Phasen, Grammatik, Sprechen üben, Gesprächsrunden, also das ist eine wahnsinnige Truppe. Und so wird, es gibt Fahrradwerkstatt, ich weiß gar nicht, wie ich alles anfangen soll. Also ich merke, es ist eine Menge. Ich würde ganz schnell eine schnelle Runde machen, wenn man sich bei euch melden möchte als ehrenamtlich. Man möchte euren Verein unterstützen oder die AGE oder eben auch beim türkischen Frauenverein dabei mitmachen. Wo kann man sich melden? Schnell? Also wir haben Social Media, wir sind auf Facebook und Instagram und dort kann man sich melden. Wie ist das bei euch? Ja, genau so. Facebook, Instagram und noch in Telegram haben wir sehr große Channel, also Chat und das Heilbronn sagt Herz. Und bei euch findet man? Bei uns auch Facebook, Instagram und www.arge-hn. Also Social Media funktioniert schon ganz gut. Ihr beide, habt ihr auch Verknüpfungspunkte bei eurer Arbeit schon? Ja. Eine Verknüpfungsstelle, die natürlich bei all dieser Arbeit und auch bei diesem Identity Talk nicht fehlen darf, ist die Stabsstelle der Integration und Partizipation in Heilbronn. Damit hat das Ganze hier begonnen, der Identity Talk. Und die aktuelle Integrationsbeauftragte stellen wir Ihnen gerne vor und was sie so macht. Ich bin Sandra Boyang, ich bin seit Oktober jetzt die Integrationsbeauftragte der Stadt Heilbronn, aber bin schon seit 2018 in dem Bereich Integration auch tätig. Für mich ist Integration sowieso ein demokratisches Prinzip in unserer Gesellschaft. Das heißt, jeder und jede soll die Möglichkeit haben, die Gesellschaft mitzugestalten. Und so denken wir auch Integration in unserem Bereich. Ich glaube, Heilbronn hat tatsächlich von Natur aus ein ganz großes Potenzial an vielfältigen Lebensentwürfen. Wir konnten dazu beitragen, indem wir diese Lebensentwürfe und diese Menschen sichtbar gemacht haben. Also über verschiedenste Projekte, jetzt auch wie in dem Projekt Wer sind wir, wo auch der Identity Talk mit abgedeckt wird, dass wir einfach marginalisierte Gruppen in den Vordergrund heben und die Stimme, die sie haben, gehört werden lassen. Das war uns ganz wichtig. Und eben auch gegenüber den Politikerinnen vertreten und aber auch mit Projekten, also ganz niedrigschwelligen Projekten. Wir hatten Karikaturenausstellungen, Lesungen, wir hatten Dialogforen, auch mit der Hochschule zusammen. Dass wir einfach ein Stück weiter zusammenrücken, das ist unser Anliegen. Was mir jedes Mal aufgefallen ist, also bei jedem Projekt, die Ehrenamtlichen, für die wir sehr, sehr dankbar sind, die sich einbringen, trotz schwieriger Umstände zum Teil. Und die dann aber auch das Gedankengut weitertragen und dann in ihrem Wirkungsfeld wieder für tolle Ansätze und für tolle Veranstaltungen sorgen. Also da haben wir ganz viele tolle Menschen, unter anderem eben auch den Beirat für Partizipation und Integration, was so unser beratendes Gremium hier ist. Unsere Motivation und unser wichtigster Aspekt, den wir haben, ist einfach Brücken zu bauen zwischen den Menschen, Begegnungen zu schaffen und gleichzeitig eben auch die Neugier von Menschen zu wecken aufeinander. Weil nur so kann man Barrieren abbauen, nur so kann man Vorurteile eben aus der Welt räumen. Letztendlich ist mir wichtig, dass wir in Heilbronn einfach alle miteinander
gut leben können, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander pflegen, dass jeder am öffentlichen Diskurs, am öffentlichen Leben teilhaben kann, sich einbringen kann, in welchem Umfang auch immer er oder sie möchte. Wir können Ihnen zu Hause nur empfehlen, wenn Sie auch das Miteinander in Heilbronn stärken wollen, natürlich können Sie sich jederzeit bei der Integrationsbeauftragten diesbezüglich melden oder bei den Menschen, die heute hier sitzen. Auch hier wurde wieder das Ehrenamt angesprochen. Ihr zum Beispiel, Elena, seid ja ehrenamtlich unterwegs. Du hast mir aber auch erzählt, dass diese Entscheidung, überhaupt aktiv zu werden, gar nicht so einfach war für dich und dass du auch durchaus Bedenken hattest erst einmal, vielleicht auch wegen deiner Herkunft für Ukrainer da zu sein. Was waren das für Gründe? Was waren das auch für Sorgen? Also, aktiv zu sein, ist das immer wahrscheinlich groß entscheidend, gell? Weil für die Ukrainer, jetzt ist in meiner Situation, ich bin Russin, das ist schon ein politisches Thema natürlich auch sehr wichtig. Und, aber trotzdem, ja, Schwierigkeiten, die motivieren mich noch mehr und noch mehr. Deswegen mache ich das weiter. Aber ist das ist sehr wichtig, jetzt weiter für mich zum Beispiel dieses Thema weiterzuführen, dass ich bin Russin und ich helfe für die Ukraine. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt zusammensitzen, du bist Türke und wir können trotzdem, nicht trotzdem, im Gegenteil, wir können sehr gute Beziehungen zwischen uns haben. Und es ist wirklich, wir wollen einfach damit zeigen mit unseren Projekten, wir haben bald auch ein Projekt Kinder fürs Leben mit Botschaft, dass Kinder keinen nationalen Unterschied haben. Mhm. Und das ist zurzeit in 2022 ist das wirklich sehr wichtig, dass die Leute nicht mehr denken über diesen Nationalitätsunterschied. Mhm. Weil solche Gedanken bringen nur Probleme, Konflikten und so weiter. Und so wie was jetzt wir haben. Und wir wollen einfach mit unserem Vorbild zeigen, dass wir selbst zum Beispiel in unserem Team, wir haben aus Weißrussland Frauen, russische Frauen, ukrainische Frauen, wir helfen alle Ukraine und wir können ganz gut miteinander schaffen und nicht nur schaffen, sondern als Freunde auch sein. Und sowas und zum Beispiel unsere nächsten Projekte, das werden auch Workshops für die Kinder. Und das ist sehr wichtig, dass Kinder nicht nur für die ukrainische Kinder, sondern für russische Kinder. Mhm. Und langsam werden wir das wahrscheinlich, hoffentlich, wenn das klappt natürlich, langsam, Step by Step, so wie heißt, russische Nazi und ukrainische Nazi schon wieder zusammenbringen. Hoffentlich das klappt. Weil Kinder, die haben doch diese Unterschied gar nichts. Gar nicht. Ja. Und für die Kinder ist das gar nichts wichtig, welche Nationalität bist du. Und wir sollen tatsächlich bei den Kindern diese Benennung lernen. Die sollen uns das Ich glaube, wenn wir als Zuschauer oder auch die Leute, die heute hier sitzen, ich finde, das ist eine wunderschöne Erkenntnis zu sagen, okay, man schafft es, sich losgelöst von Nationen zu denken. Klar ist das ein Teil der Identifikation oder der Identität der Menschen. Aber dein Beispiel zeigt ja, dass man, wenn man in Deutschland lebt und gerade hier dann auch zusammenkommt, diese Barrieren von Nationen irgendwo anders auch überwinden kann, ja, und das Miteinander stärken, ja, kann. Eine letzte Schlussrunde, eine Frage. Was wünscht ihr euch für eure Arbeit, aber auch für Heilbronn in den nächsten Jahren? Außen angefangen und hier endend? Also, okay. Ich wünsche mir, dass wir in Heilbronn also so weiter, so tolle Leute weiter kennenlernen und unterstützen. Und wirklich ist das auch sehr wichtig, dass wir zusammen werden bleiben. Und auch die, wenn ehrenamtliche Leute auch zu uns kommen und uns helfen, das wäre auch super schön. Und natürlich wahrscheinlich diese Gleichgültigkeit, gell? Diese Gefühle weggehen. Wir sollen einfach miteinander reden. Je mehr, desto besser. Mhm. Anja, wie würdest du diese Frage beantworten in die Zukunft von Heilbronn? Was wünsche ich mir für die Zukunft von Heilbronn? Für meine Arbeit wünsche ich mir ganz schlichtweg einfach nochmal weiterhin so mega tolle Ehrenamtliche, die wir jetzt schon haben, die einfach mit dem Herz dabei sind, die aber auch mit dem Verstand dabei sind, die auch kritisch dabei sind. Ich liebe das. Die eigene Ideen haben, die einfach so sind, wie sie sind, authentisch Bock auf Ehrenamt haben, sei es für eine Stunde in der Woche, sei es für vier Stunden, sei es für einmal im Monat, da hilft einfach gerade alles.
Und es bringt mega viel. Und nicht nur denen, die helfen, sondern wenn du auf Augenhöhe unterstützt, dann haben tatsächlich beide Seiten was davon. Und das ist das, das ist auch die tolle Arbeit, wo dann einfach Spaß macht, wenn da einfach neue Sachen entstehen, auch zwischen den Ehrenamtlichen. Das wünsche ich mir für Heilbronn und das wünsche ich mir eigentlich egal, das für Sportvereine, das ist ganz egal zu welchem Thema, aber du brauchst Ehrenamt, du brauchst Ehrenamt in Heilbronn, du brauchst es in sämtlichen Vereinen in Heilbronn. Und das ist einfach so eine mega wichtige Sache. Und das wünsche ich mir tatsächlich in allen Bereichen für Heilbronn, weil damit kannst du echt was wuppen. Ich glaube auch, deine Worte werden hoffentlich auch ein paar Leute motivieren. Gerade jetzt so nach dieser Corona-Lethargie, wo wir ein bisschen irgendwie zurückhaltender geworden sind. Es gibt bestimmt viele Menschen zu Hause, die sich denken, oh, ich würde gern was machen. Und ich glaube, hier sind ein paar Projekte heute toll vorgestellt worden. Und ich glaube, ihr könnt schon Leute motivieren. Und ich glaube, auch mit dieser Sendung werden wir ein paar Leute motivieren. Aber Savinch, ich möchte dich ja auch noch fragen, was würdest du für die Zukunft dir wünschen für Heilbronn? Also ich wünsche mir natürlich all das, was ihr auch gesagt habt, weil das sind gute Wünsche und würde das einfach ergänzen, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren gar nicht mehr solche Themen ansprechen müssen wie ihr und die, sondern dass wir dann sowieso ein Wir sind. Das würde ich mir wünschen, dass man erst gar nicht versucht, sich untereinander zu trennen, sondern einfach wirklich die das Menschliche einfach so nur noch im Vordergrund steht und dass wir dann gar nicht mehr darüber reden, dass ich da einfach nur sagen kann, ja, meine Oma ist 1965 nach Deutschland gekommen, aber wir sind hier und wir gehören dazu. Das wünsche ich mir. Total schönes, ja. Ein bisschen weniger Bürokratie für dich. ein bisschen weniger Bürokratie wünscht sich Elena noch. Ich möchte hier im Saal fragen, gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Möchte noch mal jemand was loswerden, was sagen? Ich schaue in die Runde. Tatsächlich nicht. Savinch, das ist fast so, als hättest du meine letzten Worte gelesen. In die gleiche Kerbe schlage ich tatsächlich auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war der Identity Talk. Das war die letzte Folge, die wir geplant hatten. Wir sind diese Reise losgedreht mit einer relativ einfachen Frage. Wer bin ich? Wir haben auf unserer Reise gelernt, so einfach ist diese Frage gar nicht und gleichzeitig ist diese Frage so wichtig. Und wir haben versucht, mit dem Identity Talk zu zeigen, wie wir als die Integrationsabteilung der Stadt Heilbronn diese Frage beantworten würden, denn wir würden sie genau so beantworten, Savinch. Wir alle, egal wer wir sind Heilbronn, die hier leben, die Menschen. Und wir wünschen uns natürlich, dass jeder, egal welcher Herkunft, egal welcher Nation, egal welcher Religion, welcher Kultur oder auch sexuellen Gesinnung, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Das sind wir in Heilbronn. In diesem Sinne, schönen Abend und bis sehr bald wieder.